So, und da sind wir auch schon wieder, also ich und Isaac, oder Isaac und ich, Esel zuerst, ich weiß. Ich entschuldige mich für den Sound im vorherigen Part, da bin ich etwas zu leise, aber gut. Mein Mikro spinnt gerade ein wenig. Aber wir eliminieren jetzt diesen Pickel hier. Schön ausdrücken. Blöpp. So, hier ist Heilung. Ist immer gut. Und ist da irgendetwas? Nein, es ist nicht. Ist hier irgendetwas? Ist dort irgendetwas? Nein, 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 da ist aber etwas. Okay. Und das ist nichts. Ein Shop. Gut, da gucken wir jetzt in den Shop. Unsere Ausrüstung war irgendwie... Ja. Ja. Nicht geeignet dafür. Das glaube ich. Nein, ich glaube, ich muss das hier anziehen. Mechanikeranzug, ja. Ich glaube, ich muss das anziehen. Ziehen wir uns jetzt ganz schnell um. So, ich hoffe, ich bin in diesem Part jetzt nicht zu laut. Also irgendwie lief da was falsch mit meinem Sound. Ich weiß nicht was. Wupp, geht zu. Ja. So, da sind wir. Unser alter Anzug, unser Mechanikeranzug. Ja. Du siehst sexy aus. Ja, komm. Ja, noch ein bisschen den Kopf drehen und eine schöne Mimik aufsetzen und dann ist die Mimik auch schon wieder weg. So, komm. Ja, ich möchte jetzt noch einige Sachen verkaufen. Und zwar im Inventar habe ich nichts. Nee, ich will mal gucken, was habe ich denn hier bekommen? Energiekanone. Drücke Right Trigger für einen kurzen Hochleistungsstrahl aus kinetischer Energie mit hoher Wirkungs... mit hohem Wirkungsbereich. Drücke RB für eine Energieprojektil mit begrenztem Radius. Wow, das hört sich cool an. Aber wir kaufen uns erstmal eine kleine Heilung. So. Und gehen jetzt in diesen Raum hier. Ihre Rig ist für diesen Bereich nicht freigegeben. Nicht freigegeben? Bitte treten Sie von der Tür zurück. Was ist blöd? Ne, das ist jetzt echt blöd. Was soll ich denn dann? Meine Rig ist nicht... habe ich da vielleicht etwas übersehen? Da oben ist etwas. Aber ich kann doch nicht fliegen. Ne, nein, kann ich nicht. Was ist das? Programm Birdwatcher. Nein, okay, geht auch nicht. Gewalt ist keine Lösung. Verdammt, verdammt, verdammt. Was habe ich übersehen? Was habe ich übersehen? Ich überlege gerade, aber ich komme auf nichts. Vogel abknallen. Geht gar nicht. Der stirbt gar nicht. Das ist der unsterbliche Vogel. So einen hätte ich auch gern gehabt, ey. Hm. Okay, oh, ich komme hier nicht weg. Ah, so. Was tun, Isaac? Was tun? Denkt nach, denkt nach. Da oben gab es irgendetwas, ne? Kann ich von hier irgendetwas drücken? Warum sind hier so zwei Dinger? Geh kaputt. Geh kaputt. Was soll ich hier? Ihre Rig ist für diesen Bereich nicht freigegeben. Bitte treten Sie von der Tür zurück. Was steht da? Was steht da? Howard Phillips. Ah, okay. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Alles klar. Moment, ich wechsle kurz meinen Anzug. Denn dieser Anzug ist viel schlechter. Oh Gott, warum habe ich ihn gewechselt? Hier, wir nehmen unseren Sicherheitsanzug. Ja. Also, wir müssen jetzt Folgendes tun. Wir müssen gleich unseren Kollegen da, unseren Vogelfreund, der auf dem Bett lag, nehmen und vor dieses Scan-Gerät packen, glaube ich. Klingt auch irgendwie logisch, ne? Ah, jetzt können wir wieder Isaac betrachten, wie er sich selbst liebt. Oh, oh, diese Arme, oh Gott, oh, ich bin so toll, ich bin so geil. Ja, komm, komm, komm. Ja. Und haben wir es jetzt? Ja, zu und... Nee, ich möchte nichts mehr kaufen. Weg, 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 weg. Wir haben schon genug Zeit verschwendet. Ich möchte jetzt etwas vorankommen. So, wo ist unser Kumpel? Der müsste jetzt irgendwo da liegen. Komm her. Ups. Geh schon mal vor. Ich komme... Okay. Und... Ups. Rig-Autorisierung erkannt.
Yeah, Bebe. Stationswachmann Howard Phillips. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen. Oh, ja, das habe ich. So, da hinten ist was, das nehme ich mal von hier. Und, ah. Oh. Bioshock-Style. Was hast du? Wow. Autoschutz aktiviert. Stationswachmann. Oh. Geben Sie einen verbalen Zugangscode. Ich wollte gerade zurückrennen. Und den Kumpel holen. Oh. Kumpelblase, komm her. Ich glaube, ich brauche dich noch. Hier, ich bin Howard. Ja, hier ist Howard. Geht nicht. Dann gehen wir hier lang. Oh, danke, Howard. Ja. Das nenne ich einen Techniker. Selbst wenn man tot ist, kann er noch Sachen entschärfen und so. Wisst ihr? Ja, Energieknoten. Sehr gut. Und... Oh! Mir ist so schwindelig. Verdammt, und ich habe keine Heilung mehr. Ah, was mache ich hier? Ich spiele ja wie der letzte Horst hier. Komm, Heilung. Ja! Oh, super. Das da mache ich jetzt mit dir kaputt. Oh Gott, das hat ja geklappt, du. Komm, Howard, das letzte Mal. Ja! Und das kann man nicht betätigen. Da. Was erwartet mich? War da was? Da. Oh, ich sehe dich da. Bäh. Oh, guck mal, er hat sich... Das war's schon. Losche. Und jetzt kommt 20 von denen. Da ist eine Kiste. Die will ich haben. So, jetzt erstmal nachdenken. Wohin müssen wir da hoch? Dann gehe ich zuerst hier runter. Wieder so... Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ach, wusste ich's doch. Ah. Aber das war's nicht, ne? Das... So, und jetzt... Hier. Spiel mit deinem Kameraden. Und hier, und... Da hinten, und den auch noch da. Den Kopf abtrennen, und dann läuft es auch schon. Okay, oder... Ganz abtrennen. Oh mein Gott. Weg damit. Bloß weg damit. So, was haben wir hier? Hier haben wir nix. Doch, hier haben wir was. Kommen wir mal rein da. Hier kann ich etwas aktivieren oder so. Aber zuerst nehmen wir die Munition und laden unsere... Ne, die ist aufgeladen. Hier sind Schränke. Gut. Heilung wir jetzt. Was habe ich aufgehoben? Verdammt. Ein Textlog. Okay, das lese ich jetzt wieder ganz schnell. Für die Atmosphäre. Howard Phillips. Ah, unser Kumpel wieder. Ich habe versucht, solange es geht, außerhalb der Reichweite von Antis Interface zu bleiben. Ach, Antis ist diese Hologramm-Frau, die aus dem Boden rauskommt. Also diese Hologramm. Ihr wisst schon. Ich will ihre Entschuldigung bezüglich meiner Versetzungssuche nicht mehr hören. Isaac, du stehst im Weg. Jedes Mal, wenn ich nachfrage, höre ich nur computerisierten Bockmist. Okay. 23 Gesuche. Ich habe 23 Gesuche eingereicht und nicht eine Antwort erhalten. Was ist Gesuche? Ich verstehe das irgendwie nicht. Ich weiß, dass sie lügt. Ich weiß, dass sie nie abgeschickt, hat. Aber ich habe es Anti gezeigt. Ich habe beim Mittag alle meine Vögel aus dem Käfig gelassen. Es war so schön zu sehen, wie sie glücklich und frei herumflogen. Ich wünschte, ich könnte einer von ihnen sein. Ja, frei im All oder was? Anti spuckte irgendwelche Verordnungen aus und sagte was von abnormen Profilen. Mir doch egal. Ich habe heute den ganzen Tag mit den Vögeln getanzt. Ich liebe meine Vögel. Ich will heim. Okay, du bist krank. So. Ach, da liegt was da hinten. Plasma-Cutter-Munition oder Credits. Weiß ich jetzt nicht. Aber zuerst müssen wir jetzt den blauen... Da. Eins und... Wachmann Howard Phillips. Unautorisierte Benutzung des Zugangslifts erkannt. Bitte antworten Sie. Zugangslift? Was? Da hinten ist der Lift, oder? Oder meinten sie uns? Ja, ich glaube, die meint uns. Die guckt uns auch schon so an, diese Anti. Na, was willst du tun? Du bist nicht echt. Was habe ich da gehört? Oh, oh. Moment. Ach, verdammt. Oh, und den Kopf auch noch. Ach, der lebt noch.
Ja, so, das haben wir jetzt. Was ich mich frage ist, wozu haben wir die Stase hier? Da muss gleich noch irgendwas kommen. So, oh, da höre ich noch etwas. Wow, wo kommst du her? Ja. So, das hätten wir jetzt auch erledigt. Oh. 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 Das hätten wir jetzt auch erledigt. Wo ist der nächste? Ich renne jetzt einfach mal ganz schnell dahin. Und fahr ran hier hoch. Da unten ist jemand. Verdammt, nicht erwischt. Der kann klettern, oder? Die können klettern. Oder nee, die kommen ja durch die Schächte. Verdammt. Hier, das Ding rammen wir in sein Herz. Denn das sind ja Vampire, wie wir wissen. Vampire, Vampire. Na, wow! Habt ihr das gesehen? Da. Und da, das auch noch. Was ist da drinne? Was war das? Mann, die schreiben gar nicht, was es war. Uiuiuiui. Wo? Oh Gott. Der kommt gleich hier rein. Der kommt gleich hier rein. Ich sehe da doch etwas leuchten. Ja, Ripper Clean. Warum leuchtet noch etwas? Nee. An der Werkbank habe ich nichts zu tun. Nee. Ich habe alles. Ah, da kann man etwas ziehen. Ach nee, zur Seite, genau. Dahin? Nein. Nach links aus dem Weg. Und jetzt bauen wir uns eine Brücke. So. Mark, ich weiß, dass Sie da oben sind. Selbst wenn Sie lange genug leben, um die Energie wiederherzustellen, gibt es kein Entkommen. Alle Routen zum und vom Regierungssektor werden überwacht. Geben Sie auf, Mark. Jetzt brauche ich irgendetwas. Ach, da. Okay. Nein, 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 nein. So. Na, genau da durchgeschossen, oder was? Hier. Ups. Sehr gut. Wir nehmen uns jetzt dieses Rotorblatt. Nicht. Verarscht, habe ich euch. Es ist runtergefallen, verdammt. Aber du, ich höre irgendetwas. Ich höre irgendetwas. Verdammt. Ach, wir müssen da lang? Nee, 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 nee. Ich will zu den Dingern. So. Plasma-Energie, gut. Und nix. Und ein Energieknoten. Jawohl! So. Das haben wir erledigt. Hast du noch irgendetwas? Nein. Ah, da ist ein Speicherpunkt. Sehr gut. Was ist das denn? Achso, ich dachte schon ein Käfer, der da langkrabbelt. Spidey oder so. Eine Rohrzange? Was ist denn das? Ein Messgerät oder so. Ach, egal. Gut, wir speichern jetzt und ich hoffe, der Ton ist jetzt nicht zu laut, weil ich ihn jetzt voll aufgedreht habe. Ich schaue einfach mal gleich nach und versuche das im nächsten Part zu regeln. Bis gleich.